und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Shoki Banuki The New Television. Mein Name ist Sandra vom Kanal Einfach Sunny und ich bin hier auf diesem Kanal für die Happy Life Tipps zuständig. Heute geht es in meinem Video um meine Planungs-Apps, die ich auf dem iPad nutze. Viel Spaß bei dem Video. Los geht es nach dem Intro. So sieht aktuell mein Desktop auf dem iPad aus. Und ihr seht auch hier, ich habe hier Apple Apps, Shopping, Produktivität, Fotografie, Unterhaltung. Also ich habe das schon alles ein bisschen eingeteilt. Und fangen wir doch mal an mit dem Thema Produktivität. Produktivität ist quasi unser Elo DMS 10. Dort wandern, wie ich schon in einigen Videos gesagt habe, immer unsere ganzen Dokumente rein. Ob das Rechnungen sind, ob das Versicherungen sind, ob das ausgehende Rechnungen sind, die wir selber schreiben, Rechnungen, die wir von Lieferanten bekommen und so weiter. So, jetzt sehe ich gerade hier, Analytics kann ich zum Beispiel löschen, weil wir auf unseren Webseiten Analytics runtergenommen haben. Es hat für mich keinen Mehrwert mehr gehabt, weil es ist mir eigentlich auch egal, wo die Leute herkommen, wenn sie meine Webseite besuchen. Wichtig ist, dass wir anschließend vielleicht in den Kontakt gehen, in die Interaktion und dann wir vielleicht eine Kundenbeziehung führen. Dann habe ich hier Elo QuickScan. Das ist allerdings für Elo Office. Das hat nichts mit Elo DMS 10 zu tun, denn unser Elo gibt es nämlich auch als kleinere Variante. So, dann habe ich hier meine Dateien. Das ist wichtig für mich, um eben halt auf die Daten zuzugreifen, die auf meinem MacBook sind. Das heißt, wenn ich mal nur mit dem iPad unterwegs bin, habe ich aber zumindest meinen Schreibtisch vom MacBook dabei. Als nächstes kommen wir zu dem Punkt Alltagshelfer. Alltagshelfer sind meine Sachen für die Planung, was eben halt mein Haushalt betrifft. Das ist zum einen einmal die Cookido-App für meinen Thermomix. Das heißt, hier kann ich mir Rezepte raussuchen, kann die als Favoriten speichern, kann das Ganze hinterher mit dem Thermomix synchronisieren. Dann habe ich Chefkoch, auch da gucke ich zwischendurch gerne mal rein, was es so für neue Rezepte gibt oder eben halt auch im Forum und so weiter und so fort. Also finde ich zwischendurch auch mal ganz spannend. Was für mich wichtig ist, weil manchmal bin ich in dem Punkt eine kleine Schlafmütze, ist die ALP-App. Hier wird mir gezeigt, wann der nächste Abfuhrtermin ist. Und da ist zum Beispiel jetzt am 28. der Donnerstag sind gelbe Säcke. Hier unten kann ich dann nochmal als Übersicht sehen, okay, da sind gelbe Säcke, da hast du, oh, das Zeichen ist neu, was ist denn das? Abfallgebühren, Jahreszahlung, aha, okay. Und hier haben wir Hausmüll, Papier und so weiter, das kann man hier auch alles einstellen, ne, und filtern, welche Sachen man angezeigt haben möchte. Und dazu bekommt man dann eine Erinnerung via App, also einmal als, ja, als Ton und dann noch als E-Mail. Ja, dann habe ich hier Feiertage. Feiertage und Ferien sind für mich immer ganz, ganz wichtig. Jetzt macht er hier erstmal eine Synchronisation und hier seht ihr Tag der Deutschen Einheit, ne? Also unsere ganzen Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier eben halt die Ferien. So kann ich natürlich besser meine Tätigkeit als virtuelle Assistentin und Selbstständige planen, weil ich eben halt gucken muss, wann sind meine Kinder zu Hause. So, dann ganz normal den Taschenrechner, den man zwischendurch mal braucht. Hier ist noch meine Abnehm-App, wo eben halt auch Rezepte und so weiter drin sind, wo ich eben halt meinen Tag planen kann, was ich eben halt essen möchte. Und zeitgleich habe ich das Ganze dann auch auf meiner Apple Watch, wie viel Kalorien ich zum Beispiel noch habe. So, dann haben wir hier die ganz normalen sozialen Netzwerke, die brauche ich nicht zum Planen, es sei denn, ich plane Postbeiträge. So, nun kommen wir mal hier unten hin. Hier habe ich zum einen Meistertask, da hatte ich ja mal ein Video zugemacht, also schaut ruhig mal rein, wie ich da mit Meistertask umgegangen bin. Mittlerweile ist Meistertask aber nicht mehr mein Favorit, was das betrifft, denn ich habe festgestellt, das funktioniert nur dann, wenn man mit mehreren zusammenarbeitet und irgendwie eine Aufgabe delegieren muss.
Wenn ich aber Aufgaben für mich selber plane, brauche ich das eigentlich nicht. Deswegen ist diese App einfach nur noch da, wenn ich zum Beispiel Sachen mit meinem Mann plane. So wie hier hatten wir zum Beispiel Raumfeier. Ne? Also für meine Schwiegermutter konnte ich das hier alles abhaken. Zum Beispiel Gäste einladen und so weiter und so fort. Also das heißt, da habe ich die Möglichkeit, mit meinem Mann zu planen, wenn irgendwas sein sollte. So, dann habe ich hier unten, das ist so mein wichtiges Icon überhaupt. Und wenn ich das Ganze aufmache, dann sieht es so aus, weil mein Sohn letztes Mal mit meinem iPad gemalt hat. Und hier seht ihr, habe ich das hier schon auf Finger gestellt, weil ich wollte ihm nicht mein Apple Pencil geben. Und ja, hier schreibe ich quasi meine Notizen. Und hier seht ihr auch, hier habe ich einmal Business, hier habe ich Leon. Und wenn ich hier zurückgehe, habe ich ihm halt hier Kategorien und so weiter. Das heißt, alles, was handschriftlich ist, packe ich in GoodNotes. Wenn ihr dazu mal ein gesondertes Video haben wollt, wie ich mit GoodNotes arbeite, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, dann habe ich hier unten ganz normal meinen Google-Kalender. Den kennt ihr aber auch schon vom Rechner. Und hier steht zum Beispiel halt alles drin, was mich am Tag ja so beschäftigt, beziehungsweise was ich so erledigen muss. Und den Farbcode habt ihr ja nun auch schon das ein oder andere Mal von mir gehört. Von daher ist das, glaube ich, nicht neu. Hier oben kann ich halt einstellen, ob Tag, ob Woche oder Terminübersicht. Bei einer Terminübersicht finde ich das immer ganz nett, da man hier dann auch diese nette Animationen dann hat. Ne? Also man sieht dann halt hier so schön diese ganzen Bilder. Ja. Gut, das ist das. Und dann sind meine wichtigsten Apps eigentlich noch Notizen. Das heißt, die beiden hier, Google Kalender und Notizen, die sind immer zusammen. Und ich habe euch in einem letzten Video ja schon erzählt, wie ich meine Aufgaben plane und dementsprechend. Jetzt gucken wir mal, wo sind wir denn da? Offene Projekte. Offene Projekte habe ich nämlich jetzt schon abgearbeitet, einen Punkt. Ihr seht, da sind nämlich nur noch drei drin nach dem letzten Video. Und hier ist eins abgeschlossen. So. Also das ist, sind so die wichtigsten Apps, die ich quasi für meine Planung brauche. Das heißt, ich gucke ja sowieso immer erst in den Kalender, trage meine Termine ein. Dann habe ich eben halt Notizen für meine Aufgabenplanung bezüglich To-Dos und so weiter. Und in GoodNotes habe ich eben halt alles, was zum Beispiel Kundenverkehr betrifft, wo ich mir Gedanken machen möchte, was ich aufschreiben möchte, was ich vielleicht auch archivieren möchte. Und deshalb sind diese Apps halt auch hier unten in der, ja, in der Leiste. Ja, das waren meine Planungs-Apps auf dem iPad, kurz und knackig erklärt. Also im Grunde habe ich Koch-Apps drauf und ich habe meine gängigen Apps drauf wie GoodNotes, Kalender und Notizen. Und wie gesagt, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich, ja, was heißt eigentlich, hauptsächlich nur den Google-Kalender nutze und die Notizen. So, GoodNotes ist mittlerweile auch eher schon nach hinten gerückt, weil das Gefühl vom Schreiben auf dem iPad nicht ganz dem ähnelt, als würde ich auf Papier schreiben. Also ich denke mal, manchmal ist es ganz sinnig, wenn man sich wirklich Gedanken macht oder eine Mindmap machen möchte oder sowas, dann nehme ich auch ganz, ganz schnell den Block. Wenn es aber Dinge sind, die ich mir aufschreibe zu Kunden, wo ich jetzt so wie gestern Aktionen habe über Xing für einen Kunden oder wir haben neue vertragliche Sachen, die wir besprechen, dann schreibe ich diese in GoodNotes, weil ich dort halt die Möglichkeit habe, die Sachen direkt zu exportieren. Das heißt, ich kann sie sofort in unser Elo-DMS packen und ich kann sie aber auch und oder kann aber auch dem Kunden die Notizen schicken. Das erleichtert mir natürlich diesen Arbeitsschritt in Papierform, das aufzuschreiben und zu scannen. Mein Mann ist da wieder ein bisschen anders, der sagt, ich nehme mein Notizbuch. Also er hat auch zwischendurch immer mal wieder überlegt, ob er sich noch ein iPad zulegt oder nicht und hat dann festgestellt, nutze ich gar nicht. Also wäre für ihn einfach nur eine Spielerei. In meinem Workflow sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Er hat ein schwarzes Notizbuch liegen und sagt, okay, wenn da wirklich wichtige Notizen drauf sind, die einen Kunden betreffen und so weiter, dann wird das gescannt und das Blatt Papier landet dann im Schredder.
Ja, also das sind meine Apps auf dem iPad zur Planung. Das heißt, ich habe das sehr minimalistisch. Ich hatte früher auch Wunderlist und wie sie nicht alle heißen. Und das denke ich, brauche ich jetzt alles nicht mehr. Ich habe nämlich meinen ganzen Prozess überarbeitet, mir Gedanken gemacht, wie arbeite ich und wie möchte ich arbeiten, weil das sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, wie einem jemand etwas vorschlägt zu arbeiten und wie man selber arbeiten möchte, beziehungsweise wie man derzeitig arbeitet. Und wenn man die ganze Zeit handschriftlich arbeitet in einem Notizbuch, dann ist vielleicht GoodNotes eine gute Alternative. Aber ich sage auch immer, probiert die Sachen aus. Nichts ist in Stein gemeißelt, weil wir sind alle dynamisch. Das Leben ist so veränderbar, beziehungsweise ja, so spontan manchmal auch, dass wir sagen, okay, heute gefällt uns diese App und im nächsten Moment gefällt sie uns wieder nicht. Also wie gesagt, ich mag die App, wenn ich eben halt kundenbezogene Sachen mir aufschreibe. Wenn ich aber so ein bisschen Ruhe und mir eine neue Strategie entwickle, dann nehme ich auch gerne mal mein Notizbuch, weil ich mag dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieses Blättern und der Duft vom Papier. Natürlich kann ich auch swipen bei GoodNotes, aber das ist nicht so, man hat ja das Papier nicht in der Hand, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz, meine Lieblings-Apps bleiben einfach der Google-Kalender und die Notizen-App. Ja, wenn ihr ein iPad habt, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was so eure Apps sind, um euren Alltag zu planen, beziehungsweise Planungs-Apps. Was ich vergessen habe, ist meine App fürs Haushaltsbanking, beziehungsweise fürs Haushaltsbuch, Budget Pro, aber die zeige ich euch mal gesondert in einem einzelnen Video, wer sich für das Thema Haushaltsbuchführen interessiert. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Apps zur Planung habt, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Mich würde interessieren, was ihr so nutzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn noch nicht passiert, drückt doch einfach mal irgendwo hier unter dem Video den Abonnieren-Button. Dann verpasst du kein Video mehr von mir. So, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis dann, alles Liebe, eure Sani. Ciao.